Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Sega FM Manager mit Borussia Mönchengladbach. Ja, das erste Spiel lief ja nicht gut. Wir verlierten ja 1-0 gegen Augsburg. Gehen auch heute rein in die heutige Folge. Wir werden diese vier Spiele hier auf jeden Fall machen. Gucken werden wir dabei Leverkusen und Darmstadt und die Sofortberechnung machen wir bei Bayern und Leipzig. Und dann schauen wir mal, wie wir am Ende der heutigen Folge dastehen. Wir haben sogar noch ein kleines Transferbudget von 2,2 Millionen, aber das haben wir auch ausgegeben jetzt für Düren Will. Müssen wir mal gucken, wie sich das hier alles entwickelt. Düren Will ist ja jetzt auch langsam wieder fit. Ja, 5 bis 10 Tage. Vielleicht gegen Leverkusen kann er sein Debüt geben, aber spätestens gegen Bayern, würde ich sagen. Ich gehe rein. Wenn irgendwas Geiles passiert, sehen wir uns dann. Sonst werden wir schnell gucken, wo wir sind. Also werden wir uns beim Spiel gegen Leverkusen sehen. Damit die Folgen nicht zu lange sind, mache ich hier dieses Zwischending. Einfach mal lasse ich es weg, wie beim EAFM. Bis gleich. Und es passiert was. Die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals. Alle Teams ziehen und wir müssen gegen Darmstadt, also Bundesligist gegen Bundesligist. Das könnte sehr interessant werden. Damit müssen wir jetzt schauen. Elvedi wechselt für 11,25 Millionen nach Juve. Natürlich, ich wünsche ihm für alles Beste, das habe ich ihm jetzt auch gerade gesagt, aber wir müssen dann halt auch schauen, wie wir das machen. Ne? Ich meine, okay, wir haben Janschke und Elvedi, der ist jetzt weg. Der Transferangebot von Juve liegt vor und dann müssen wir schauen, dann kommt Marvin Friedrich jetzt aktuell rein. So würde ich das sehen. Wen haben wir denn noch? Wir haben rechts. Wieso haben wir zwei Rechtsverteidiger? Da. Oder wir ziehen Itakura nach hinten. Ja. Dann ziehen wir Marvin Friedrich. Machen wir den hier. Und Kramer geht erstmal ins Defensive. Warte, ich mache erstmal den hier, damit ich schauen kann. Ja, der kommt da besser klar. Und dann geht Friedrich. So, und dann können wir gucken. Friedrich ist nicht besser als Janschke und nicht besser als Itakura. Ja, dann spielen wir auf dieses Spiel mit Krämer und Neuer aus dem Kramer kommen auch gut miteinander klar. Sind ein starkes Duo. Das ist natürlich sehr nice dann. Und wir haben ein bisschen Geld gekriegt. Vielleicht können wir dann, weil ich gerade auch am Verhandeln bin mit... Jordan ist jetzt gerade gekommen, ne? Am 31.08. kommt er, ja. In Einwechslung. Jonathan Voss. Laie Ende der Saison. Jadon Sancho habe ich angefragt. Geraldo Becker habe ich auch angefragt. Da haben wir ein Angebot abgegeben. Das wird aber sowieso nicht kommen, weil der auch bis 200 Millionen wert ist. Dann habe ich hier Geraldo Becker noch angefragt für eine Laie mit einer Kaufoption. Und es kommt halt jetzt auch noch Jordan. Jordan könnte halt auch rechts spielen. Aber ja, Kevin Völker, ja. Ja. Wir haben jetzt Bulitelli für die Stürmerposition. Dann haben wir Ranos, der verliehen ist, nach Kaiserslautern. Und da hat der aktuell ein Spiel, ein Tor. Das ist natürlich sehr gut. Kaiserslautern, wie stehen sie aktuell nach dem ersten Spieltag? Die stehen auf den 5. in der Bundesliga mit 5 Punkten aus 3 Spielen. Kann man mitarbeiten. Dann, wenn Jordan kommt, würde ich sogar sagen, dass wir nicht auf Botelli gehen, dass wir Botelli eventuell verleihen in die Oberliga oder so. Und zu gucken, um gucken, dass er sich da entwickelt, ne? Weil hier wird er dann halt wenig Spielpraxis kriegen, wenn Jordan da ist. Dass wir ihn dann einsetzen und dann halt einen Stürmer von der zweiten hochzuholen, wenn sich einer von denen verletzt. Aber wir können ja auch so Not Cavara da einsetzen. Deswegen würde ich sagen, Leihstatus, Leihvertrag möglich. Via Transferroom anbieten. Vereinbarte als Einsatzzeit. Stammspieler. Bevorzugte Position ist Stürmer zentral. Kompletter Zielspieler, ne? Wir spielen mit Zielspieler, oder? Kompletter Stürmer. Angreifen. Kompletter Stürmer angreifen ist das. Ne, okay. Kompletter Stürmer. Gehaltsanteil bei Einsatzzeiten 50%, ohne Einsatzzeiten 100%.
Monatliche Gebühr 10.000. Ohne Einsatzzeiten 60.000. So, wir Transferroom anbieten. Weil bald kommt ja Jordan. Da müssen wir danach schauen. Wenn jetzt natürlich auch noch Becker kommt, werde ich ihn hier auch verleihen. Sanchez. Ich denke schon, dass er sich bei uns durchsetzen kann, aber ich werde ihn dann verleihen in der Hoffnung, dass er sich da was macht. Wir haben noch Kone, der wartet noch auf das Versprechen. Der wird auch hochgezogen. Ich meine, Rocco Reitz, der ist nicht so stark, deswegen nehme ich Kone jetzt mal mit. In der Hoffnung, dass er sich da beweist. Wir haben Hannes Wolf, der offensiv spielen kann und dann links und rechts das Mittelfeld. Schon mal gut. Sanchez kann links, Camaras kann rechts, Botelli spielt Sturm. Kone, dann defensiv ist so Mittel. Ja, die Mannschaft ist gut ausgeglichen. Da kann ich mich nicht beschweren. Wir haben aber hier noch den jungen Doucouré. Bei Gladbach unter Vertrag, ja. Er ist aber auch nicht so wirklich der Wahre, ne? Ist das ein Marktwert? 120? Okay. Ja, bei ihm, wenn LWD jetzt geht, und das ist durch, ich muss eigentlich nur noch einen Tag weitermachen, dann ist das weg. Dann ist er weg. Ist natürlich bitter, weil er ein sehr guter Spieler ist. Hat mir auch sehr gut gefallen, auch von den Attributen her, die er gespielt hat. Hat er mir sehr gut gefallen. Ist auch noch 26 Jahre alt, aber sowas will ich nicht im Weg stehen. Muss ich gleich bestimmt nochmal mit den Jungs reden und sagen, ja, ich konnte bei den Angeboten, ich wollte ihnen auch nicht im Weg stehen und so alles. Also wir gehen erstmal weiter und sehen uns dann gleich. Oder wir gucken, mal sehen, vielleicht kommt gleich noch was, wo die dann sagen, Entschuldigung. Müssen wir intensiver versuchen, ihn zu verleihen. Das ist jetzt durch. Finanzen. Das Transferbudget ist jetzt auch schon da. Und wir haben hier Beantwortung. Heftige Abneigung hat der gegen mich. Können Sie Gründe für diesen Schritt nennen? Was soll ich sagen? Jede Maßnahme, die ich über oder meine Mitarbeiter greifen, direkt in erster Linie dem Ziel, diesen Club auf die eine oder andere Weise zu verbessern. Nikos Vertrag auslaufen zu lassen, wäre keine davon gewesen. Ergänzende Meinung. Andere Anmerkung. Ich wollte ihm diesen wichtigen Schritt seiner... Oh Gott, erstmal schreiben können, aber das Mikrofon ist halt im Weg seiner Karriere nicht im Weg stehen. So. Dann erstmal hier ausgleichen seiner. Ich wollte diesen wichtigen Schritt nicht im Weg stehen. Und komme auf die anderen Satzzeichen. Ergänzende. Mal sehen, was das dabei jetzt rauskommt. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen drin. Mal gucken. Gladbach hat ja wohl ausgesehen. Antwort erhöhen wurde abgelehnt. Mit Vorstand besprechen. Wir müssen unsere Verbrüchers erhöhen, um unsere besten Spieler im Verein halten zu können und nicht Gefahr laufen, sie ablösefrei zu verlieren. So, ja, die sind dagegen. Verschwenden Sie nicht die Zeit. Ja, bitter. Ja, Sancho kann ich vergessen. Also Sancho kann ich durchaus vergessen. War halt also nur so der Gedanke, weil sie halt wirklich einen Spieler haben wollten. Transfer abgeschlossen. Let's go. Da ist er auch nicht mehr. Er ist nicht mehr vorhanden. Aber da könnten wir rein theoretisch auch mal schauen jetzt, ne? Ich meine, da haben wir in Übersicht, Auswahlliste, habe ich da irgendwas? Jadon Sancho ist da drauf. Geraldo Becker, ich könnte jetzt Ruben Vargas verpflichten. Oder ich kann Bakayoko verpflichten einfach. Angebot machen. Transferbudget. Ein Leihangebot. Interessiert der Verein, steht nicht zur Leihe. Ja, komm, wir machen hier jetzt einfach 60.000, wenn er spielt. 100.000 so, Gehaltsanteil machen wir 80%, 90%, Kaufoption, sagen wir 10 Mio, sage ich jetzt,
Dann plus Bonus Stammspieler, ja natürlich, offensiver Mittelfeldspieler rechts, bevorzugte Rolle, bla bla bla. Oder mache ich das weg? Dann mache ich Kaufverpflichtung. So, gehen wir erstmal auf 10 Millionen. Dann könnte ich, glaube ich, auch noch... Ich habe jetzt 10 Millionen Transferbudget. Über 14 bis 20. Ah, da ist es. Gewinnbeteiligung bei Verkaufbeteiligung und Weiterverkauf, Gehaltsbeteiligung, Testspieler, Rückkaufpreis, zusätzliche Klauseln bei Spielerverpflichtung, Ratenzahlung. Hier 6 Monate. Wir zahlen aber noch 5 Millionen. Vielleicht da auch 12 Monate. Und nach 50 Ligaspielen. Machen wir das nicht so, dann machen wir hier, gehen wir auf 2 Millionen und hier gehen wir auf ein bisschen höher. So, 1,2 Millionen nach 50 Spielen, dann machen wir 2,5 Millionen. Behandeln, da wollen die mehr, dann sind sie damit einverstanden. Forderung akzeptieren. Das wäre natürlich optimaler. Dann brauche ich Bäcker nicht nehmen, sondern nehmen wir Bakayoko. Das wäre perfekt. Das wäre wortwörtlich perfekt. Die wollen Friedrich. Nein, ich brauche ihn. Der will reden mit denen, Alter. Komm, ich will auch mal übertreiben. Die sagen ja auch immer hier... Nee, die wollen es komplett übernehmen. Ratenzahlung. Komm, wir gehen auf 3 Millionen. Die Kaufoption liegt bei 5 Millionen. Ja, dann kannst du vergessen, ich will dich ja behalten. Probleme mit Friedrich bereden. Ich bin nicht glücklich, dass sie mir aufgrund seiner Hürse den Wechsel zu Zagreb verbaut haben. Ja, okay, wenn die noch ein Angebot abgeben, dann kannst du gehen. Dann hole ich einen anderen. Friedrich beantragt Wechsel. So, warte, da. Transferstatus auf der Transferliste, ja. Dann ist es natürlich bitter. Aber wir haben ja eigentlich hier mit Doucouré auch wieder was, was ich denn darauf bauen könnte. Ne? Angebot für Bakayoko wurde akzeptiert. Behandlung beginnen. Schlüsselspieler, nächste Möglichkeit, Vertragsbeginn. Ja, du wirst da spielen. Mit der Rolle investierter Flügelspieler, okay. Vertrag verhandeln. 4 Jahre. Die will ich entfernen. Würde er annehmen. Vertrag abschließen. Das ging ja schnell, jetzt muss er sich nur noch entscheiden. Pelka schließt Leistungsanalyst, okay. Ja, das haben wir. Christoph Kammer. Michaelis hier. Transferangebot. Via Transferroom anbieten. Leihangebot. Vereinter Zeit. Stammspieler. Mehr will ich nicht. Wir arbeiten dran. Jetzt verletzt sich der auch noch, ne? Bitter. Alter, ich bin jetzt schon wieder, das Spiel macht mich fertig. Ich bin jetzt schon wieder bei 23 Minuten Rohaufnahme und bin noch nicht mal beim ersten Spiel. Das Spiel ist so tiefgründig. Wenigstens haben wir Bielefeld gewonnen. Pokal sind wir eine Runde weiter, müssen gegen Darmstadt. Gegen die wir auch schon in dieser heutigen Folge spielen werden. Aber es ist halt noch die Transferperiode, ne? Sanchez erleidet Krankheit, Lebensmittelvergiftung. Kein Angebot für Botelli.
via Transferroom anbieten. Nicht angeben, nicht angeben, nicht angeben, nicht angeben. Nur Stammspieler, so. Oder Rotationsspieler kommen. Hauptsache, du kriegst Spielzeit. Fünf Angebote. Monaco. Kann ich das nicht anders? Warum muss ich das so machen? Celta Vigo ablehnen. Kann ich das nicht irgendwie mir anschauen? Ach, hier sind das. Ah, okay. Hier kann ich dann hingehen, bestätigen. 2,7 Millionen und dann noch so. Und er hat einen Transferwert von so. Und sein Vertrag läuft aus nach diesem Jahr. Nein, nee, Vertrag ist 26. Warum läuft er denn aus? Warum muss ich darauf eingehen? Ja, dann gehe ich auf. Nehme ich Monaco an. So. Zum Kotzen ist das. Zum Kotzen einfach. Spielvorbereitung. Gegnerische Ballbesitzphase. Oh ja, defensive Freistöße und eigene Verteidigung. Eigene Ecken. So gehe ich gegen Gladbach rein. Mal schauen, wie das jetzt gegen Leverkusen wird. Wir kriegen noch ein paar Nachrichten. Transferfrist endet. Ratschläge zu Leverkusen. Itakura Janschke. Nein. Nein. Bundesliga Gladbach trifft. Ja, Gladbach Leverkusen soll gewinnen. Pressekonferenz vor dem Spiel. So, wollen Sie gegen einen Rivalen noch mehr gewinnen als ohnehin schon? Ich liebe die Intensität von Lokalderbys. Wie bereiten Sie die Mannschaft vor, um sich einen auffallen, um solch ein Topspiel anzugehen? Wir wissen, worum es geht. Deshalb haben wir uns noch intensiver vorbereitet als sonst. Ja. Sie scheinen mit dem Druck rund um das Spiel ziemlich gut klarzukommen. Kann Xabi Alonso dasselbe behaupten? Ja. Davon gehe ich aus. Xabi ist ein sehr guter Trainer. Wir beide sind es gewohnt, mit Spielen wie diesen umzugehen. Ich bin sicher, dass sein Team gut vorbereitet ist und wir am Samstag ein super Spiel sehen. Würden Sie mir zustimmen, dass solche Spieler selbst in der Bundesliga-Suppe sind? Ja. Werden Sie für den Kracher eine besondere Taktik aus dem Hut zaubern? Ich werde keine taktischen, was, eine angemessene Antwort. Ja, komm. Können Sie uns sagen, wie es weitergeht nach der Nachricht, dass Friedrich um einen Wechsel gebeten hat? Ich kann seinen Ehrgeiz nicht bemängeln. Er ist bewundernswert, aber ich würde ihn dringend bitten, seine Optionen zu überdenken und alles zu geben, um sein Potenzial bei uns auszuschöpfen. Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Xabi Alonso beschreiben? Ja, das ist wahr. Ehrlich, ohne Scheiß, meine Bewunderung für Xabi könnte nicht größer sein. Ich wünsche ihm stets das Beste, wenn wir nicht gerade gegeneinander antreten. Leicht negativ, weil ich wegen dieser einen Aussage, ja, läuft hart bei euch. Läuft hart. Mal sehen, was Xabi da sagt zu meiner Aussage, dass ich ihn liebe. Also Alonso war ein Monsterspieler und ist ein sensationeller Trainer. Dazu kann ich nicht sagen. Durin will, ja, du darfst spielen. Das nächste Spiel, 20 Minuten. Einfach mal ein bisschen Spielpraxis kriegen. Angebot annehmen, muss ich ja. Nützt ja nichts. Dann wechselt er wahrscheinlich in die französische zur Besprechung gehen. 7 Tage noch. Okay, zum Spielerstatus gehen. Auf die Transferleistung auslaufen lässt, wenn er nicht verkauft wird. Soll ich ihn auch noch? Okay, wenn ich für einen 32-Jährigen noch die 5 Millionen kriege, dann was soll's? Tobias Sippel. Ja, komm. Andere empfohlene Spiele anzeigen gibt's nicht. Andere Meeting beenden. Perfekt. Wenn Gladbach, Hermann jetzt auch noch geht, dann würde ich schwach. Dann sehe ich schlecht. Ich könnte Kone jetzt spielen lassen dann. Könnte ich eigentlich auch ausprobieren, den als Sechser spielen zu lassen. Oder ich ziehe Weigel runter und benutze Kone als Box-to-Box-Mittelfeldspieler. Das ist natürlich auch die Option. Ich meine, Kramer ist jetzt fit. Kone wäre natürlich hier tiefer Sechser, kann das spielen. Der kann aber auch Carrielo spielen.
Und Weigel könnte tiefer Sechser sehr gut spielen. Ja, da habe ich die Option gleich auf dem Platz. Alonso geschmeichelt von Bergmanns Aussagen vor dem Duell gegen Rivalen. Jürgen Bergmann hat im Vorfeld des Spiels recht positiv über sie gesprochen. Wie viel ist denn das Lob eines gegnerischen Trainers wert, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass es vor einem der größten Rivalen ihres Vereins kommt? Es ist immer schmeichelhaft, wenn jemand so positiv über einen selbst spricht, besonders wenn es von einem großen Rivalen wie diesem kommt. Lasst uns abwarten, ob der Applaus anhält, wenn wir am Samstag gewinnen. Dieser Bastard, Junge. So. Michalis. Habe ich ihn jetzt? Offensiver Mittelfeldspieler rechts. Wieder Transferruhm anbieten. Ja, komm. Rotationsspieler, bam. Nochmal versuchen. Let's go. Wir brauchen jetzt diesen Samstag, Jungs. Boah, Botelli. Arm auf die Schulter legen. Sehr gutes Training gemacht. Reiz. Kader, nein, hier. Interaktion. Einzelgespräch, Spieler loben, Training. Sehr gut. Dann Wöber. Genau das gleiche. Einzelgespräche, Spieler loben. Halten loben kann ich nur Kramer. Denke nicht, dass du gut trainiert hast. Bin froh, dass du das verstehst. Sippel. Spieler kritisieren. Training. Bin enttäuscht. Ich bin froh, dass du das verstanden hast. Kann ich mit Hack auch noch reden? Interaktion, Einzelgespräch, Training. So, und ja, Botelli. Also ich will nicht sagen, aber der Junge hier, der darf. Jetzt in 2 Tagen ist er zurück. Borges Sanchez. Den kann ich dann noch mitnehmen. Warte. Wir gehen nochmal zurück. Toni Reitz. Toni Reitz kommt mit für ihn. Auch wenn es nicht die gleiche Position ist, aber Toni Reitz kommt mit für ihn, weil er halt sensationell trainiert hat. Und der könnte auch tiefer Sechs, der könnte ich auch. Dann könnte ich Manu Kone auf Weigel-Position und Toni Reitz langsam auf Kramer-Position. Ich meine, wir haben noch Rocco Reitz, der jetzt rein theoretisch hier beide alles spielen könnte. Aber Toni Reitz darf mitkommen für. Ja, dann machen wir das so. Ja, Marvin Friedrich ist das Ding. Du bist halt noch verletzt. Wöber ist halt ausgeliehen. Ich könnte Wöber hochziehen. Der ist sogar besser als Janschke auf dieser Position. Ja, dann spielen Wilber und Itakura. Let's go. Leipzig, ja, das war wie ein echt, ne? Wie ein echt Gefühl. Bloß Stuttgart hat damals 1-0 geführt und in der zweiten haben sie so gemacht. Bin ich gespannt. Ich meine, Reitz hat wirklich sensationell trainiert. Genauso wie Botelli. Und Botelli darf halt wieder von Anfang an spielen. Also, ich glaube langsam, auch wenn ich Botelli nicht loswerde, der wird meine Spiele starten. Der spielt sensationell, der macht sensationelles Training. Ich meine, das ist bitter für Player, aber was soll ich machen? Ich will, dass die, die im Training sich beweisen, auch Praxis kriegen. Vielleicht lasse ich sogar gleich anstatt Dingsda-Bumster, anstatt Kramer, Reiz von Anfang an auf dem Platz. Weil Kramer hat nicht gut trainiert, ne? Das müsste ich eigentlich machen. So. Er nimmt wieder leichtes Training auf, okay. Gladbach feiert Kantersieg über Erwartung gegen Dingsabumster. Kramer hat nicht gut trainiert, ja, dann machen wir das. Du kannst es zwar nicht, aber ihr gebt euer Debüt. Sensationelles Training, ihr gebt Chancen bei mir. Becker würde kommen. Ich muss erstmal abwarten, was Dings der Bumster sagt. Wenn hier, wie heißt er noch? Bakayoko kommt, dann brauche ich Becker nicht. Deswegen verschiebe ich das bis zum Fristende, ja. Das ist mir dann lieber, dass ich darauf gehe, anstatt was anderes. Warte, was stand da gerade? Kann er in der kommenden Partie spielen? Maximal 45 Minuten spielen. 45 Minuten spielen. Ah, Sanchez kann mit, okay. Dann nehmen wir Sanchez doch mit. Du bist halt nicht verfügbar, weil du halt für das andere Spiel Mannschaft gespielt hast. Taktik-Meeting.
Wir sollen ausgeglichen spielen. Ja, das werden wir auch erstmal. So gehen wir auch rein. Und wir gehen rein ins Derby. Endlich ein Spiel. Endlich ein Spiel. Und wir werden auch mit den Jungs, die das sich beim Training bewiesen haben, persönlich spielen, reden. Netz in der Startelf ist immer gut. Bin kein Befürworter, Wirbert dort aufzustellen. Ja, ist nicht dein Problem. Wir müssen unbedingt. Die Fans gehen durch dick und dünn. Ja, die Fans gehen durch die Gründe. Und jetzt einzelne. Wir reden einmal mit Butelli. Du hast gut trainiert. Ich glaube fest daran, dass du den Unterschied machen kannst. Auf dir erwartet heute kein Druck. Und dann haben wir Toni Reitz. Genau wie du. Hab Spaß, dein Debüt zu feiern. Let's go. Lorenz, es ist der Tag des Lokalderbys. Wie sehr freuen Sie sich auf das Duell? Es gibt Anlässe für die Fans, Spieler und Trainerleben. Und ich kann den Ansturm kaum erwarten. Möchten Sie etwas zu Ihrer Aufstellung sagen? Ich habe eine Elf im Kopf, in der es gegenüber letzter Zeit einige Änderungen geben wird. Ja, das ist wahr. Die zwei Spieler, also ein Spieler davon. Butelli hat ja letzte schon mal sein Debüt gegeben. Ich bin gespannt. So, jetzt wir jetzt auf jeden Fall mit dem ersten Angriff. Reiz, ja, stark. Macht einen guten Job. Jetzt kommt er weiter bei nach vorne, aber daraus ist nichts geworden. Ich bin mal gucken, wie ich mache. Ta, weit aus der eigenen Hälfte. Kommen wir zu einer Situation oder bauen Sie Ihren Angriff komplett aus Ihrer eigenen Hälfte auf? Es sieht eher nach einem kompletten Angriff auf über Hofmann, der sich da durchsetzt und eine Ecke holt. 4 Minuten sind gespielt, 5 Minuten besser gesagt. Da kommt die Ecke, die wird geklärt, aber nicht richtig wird's. Und Omlin lenkt den Ball über die Latte. Ja, Omlin kommt auch immer mehr in mein Herz als Keeper Nummer 1. Grimaldo jetzt aber, auf den wir aufpassen müssen. Mit der Ecke wird geklärt. Wird's jetzt, ja? Otelli wird's am Tor vorbei. Jetzt können wir versuchen, unser eigenes Ding zu machen. Aber es bleibt weiter bei den Leverkusenern. Wird geklärt. Tah bleibt im Ballbesitz. Defensive von denen ist weit vorne. Hast du ein Eigentor von Wöber? Naja, der hat ihn einfach angespielt. Das war das Ding, ne? Let's go. Ah, drüber. Können wir erstmal was? Unser erster Angriff. Oder wird weiter Leverkusen kommen? Wenn Leverkusen jetzt wieder kommt, gehe ich auf die defensive Taktik. Spiele ich lieber vorsichtiger, wenn Leverkusen noch einmal in entscheidenden Modus kommt. Aber von uns kommt gerade gar nichts. Deswegen gehen wir lieber ins vorsichtige Spiel und versuchen daraus was zu machen. Leverkusen hat ein bisschen mehr, hat halt mehr Ballbesitz, alles. Deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtiger spielen. Ta. Oh, stark rausgespielt, aber am Tor vorbei. Wir haben echt Glück. Wir haben echt Glück aktuell. Wirtz hat sich auch noch verletzt. Das ist natürlich sehr bitter. Und Reiz hat sich verletzt, ja. Kone darf spielen. Zeigt, dass du den Unterschied machen kannst. Da darf er sein Debüt geben und dann sowas. Ist abgekackt das Spiel jetzt oder was? Ja, das Spiel ist abgekackt. Die Zeit läuft jetzt einfach runter. So, wir können mal versuchen. Ja, da kommt der Freistoß und drüber. Es gibt die Ecke. Gehe ich auf noch defensiver? Okay, noch nicht mal daraus. Wir haben da den Ball abgefangen und nicht mal daraus kommt. Was jetzt? Scully. Nkumu. Wöber. Ah, guter Ball für Scully. Der hält den Ball im Spiel. Neuhaus. Neuhaus läuft weit zurück. Wöber wieder. Kone. Neuhaus. Neuhaus könnte mein Wirtz werden. Hack jetzt erste Chance. Und ja, Radecki. Radetzky oder wie ausgesprochen wird. Das war die erste Chance für uns. Also in der zweiten Halbzeit lief es nicht optimal bei uns. Jetzt kommen sie nochmal mit dem Angriff. Boniface Ngumu fängt den Ball ab. Können wir jetzt kontern? Letzte Aktion in der Hälfte. Eins, nein. Palacios fängt den Ball ab. Schießt. Omlin hält ihn aber sicher. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Und jetzt gleich zweite Halbzeit starten wir mit dem offensiveren Spiel. So, zweite Halbzeit. Ab da spielen wir offensiv. Kabine. So, ich denke, wir hatten ein bisschen Pech. Wir stecken zu Recht in dieses System, was auch die Zahlen zum Spiel unterstreichen. Zeigen wir uns in der Hälfte Halbzeit, dass wir ihr besser sein könnt.
alle sind motiviert. Und jetzt hoffen wir einfach, dass es läuft. Itakura hat die gelbe Karte. Da kommt gleich wahrscheinlich dann der Wechsel mit Friedrich. Ne? Wen habe ich auf der Bank? Jenschke? Jenschke müsste das sein, ne? Mein Kone sollte eigentlich nur 45 Minuten spielen und spielt jetzt das ganze Spiel. Aber ja, was soll ich sagen? Wir gehen jetzt mal in die defensivere Spiel. Holen wir uns lieber den einen Punkt hier. Gegen die Leverkusener. 60 Minuten sind gespielt. Dann kann ich mal schauen, dass ich was wechsle. Sanchez ist nervös. Hannes Wolf kommt für Hack, meine ich. Hack ist nervös. So, dann haben wir Itakura, der fokussiert ist und ein gutes Spiel macht. Joe Scully ist von Korb, kann reinkommen. Einzelspieler zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Das heißt, einen Wechsel habe ich noch. Wenn ich ihn mache, natürlich. Und ab der 70. gehe ich in volle Offensive. Radetzky. Stanis ist wieder aus der eigenen Hälfte. Können sie wieder komplett aus der eigenen Hälfte aufbauen? Wäre natürlich bitter. Chaka. Hofmann. Tabsoba. Palacios. Ja, wird abgefangen. Wolf jetzt. Weigel. Wir können was aufbauen. Weigel. Botelli. Schuss aus der Distanz. Botelli. Sehr gut. So, ab der 75. Minute wird volle Offensive eingesetzt. Obwohl wir gerade ein bisschen besser ins Spiel kommen. Von Leverkusen kommt gar nichts mehr, ne? Da kommen und dann sage ich's. Auf Ansage. Bitte. Lass es jetzt nicht vollzogen sein. Wilber. Stanisic. So. Die wollen, dass ich Sanchez bringe für Neuhaus. Den kann ich für Neuhaus, ist auch am Ende seiner Kräfte. Rätsel ist halt auch am Arsch. Wir haben zwei gelbe Karten. Könnte bitter werden. Ja, da muss Sanchez halt offensiver Mittelfeldspieler rein. Ich kann das aber auch anders machen. Nee, Sanchez wird denn da spielen. Er ist motiviert, aber auch am Ende seiner Kräfte. Dann spielen wir jetzt so. Komm, let's go. Bleibt nicht mehr viel Zeit. Zeigt, was ihr könnt. So, und jetzt sehr offensiv die letzten Minuten. Alles für den Sieg. Und dann kommt Hofmann. Dann kommt Hofmann und macht das Tor. Ah. Aber es wird gescheckt. Vielleicht habe ich Glück. Vielleicht ist der VAR auf meiner Seite. Aberkannt. Es bleibt beim 0-0. Ja, klares Abseits. Jetzt haben wir die Möglichkeit über Netz. Oh, Player, erste Aktion im Spiel. Player. Netz verliert den Ball da an Hofmann. Der mit Boniface. Und Wolf fängt den Ball ab. Bringt ihn zu Weigel. Weigel zu Player. Player mit der Möglichkeit. Oh, er wehrt die Ecke ab. Wir kriegen eine Ecke. Können wir aus der Ecke was machen? Komm, ein Eckballtor und alles ist vergessen. Es gibt erneute Ecke. Das ist wirklich spannend gerade. Es ist wirklich spannend gerade. Netz jetzt. Er wird abgefangen. Sanchez. Kone. Weigel. Wolf. Und Freistoß. Wolf stand in Abseits. Ja, wir machen wirklich ein bisschen Stress. Jetzt kommt aber wieder Leverkusen. Chaka über Grimaldo. Baut das hinten auf 5 Minuten Nachspielzeit. Tabsoba. Tah. Sieht, dass Stanisic Platz hat. Der flankt rein. Wird geklärt und es gibt Ecke. Jetzt für die Leverkusener. Come on, let's go. Oh, wir können den Konter aufbauen. Ngumu. 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 Ah, er ist zu langsam, er ist zu langsam. Er muss stoppen, flankt ihn aber in die Mitte zu. Sanchez, und der macht das 1-0. Ist es Abseits? Ist es Abseits? Oder nicht? Sie beschweren sich. Tor aberkannt. Ah, zwei Abseits-Tore, bitte. Es wäre so schön gewesen. Es wäre so schön gewesen. Ja, man sieht gar nicht, wo er steht, aber anscheinend ein gewaltiges Stück. Jetzt wird die Ecke geklärt und da kassieren wir wirklich noch in den Ball. Aber es wird schon wieder kontrolliert. Aber ich denke, diesmal war es das. Leverkusen gewinnt und wir verlieren das zweite Spiel in 1-0. Tor aberkannt, ist wieder 0-0. Läuft hart.
Es läuft einfach hart. Jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit. 93. Außennetz. Torabschuss. Radetzky. Stanisic. Tah. Andrich. Stanisic. Xhaka. Letzte Aktion im Spiel. Boniface. Gegen zwei. Setzt sich da durch. Stanisic mit der Flanke. Josek und Omlin hält. Haben wir nochmal die Möglichkeit. Nein, nochmal der Freistoß. Andrich. Tabsoba, letzte Aktion des ganzen Spiels. Boniface ist durch. Haut ihn raus. Es gibt nochmal die Ecke. Und was machen wir aus der Ecke? Was passiert mit dieser Ecke? Gar nichts. Losek. Da pfeift er ab. Wir spielen unentschieden, ja. Kann ich mitleben. Kann ich wirklich mitleben. Kabine. Damit kann ich leben. Es ist immer gut, etwas Zählbares zu holen, wenn man unter seinen Möglichkeiten spielt. Ja, komm, wir sagen einfach mal das hier. Also, da sehr gut. Wir haben die Vorbereitungen zum Spiel an unserer Defensive gearbeitet und das hat sich ausgezahlt. Das stimmt. Können Sie uns kurz sagen, wie es mit Toni Reitz Verletzung aussieht? Er wird behandelt. Er scheint zum Glück nicht allzu Schweres zu haben. Wir werden das in den nächsten Stunden und Tagen bestätigen können. So, viel Glück an alle, die von diesem Murks die Highlights zusammenschneiden müssen. Obwohl, gegen Ende war es ziemlich geil, fand ich. War ja sein Debüt bei Gladbach. Toni Reitz verletzt, Völler feiert sein Debüt. Ja. Für mich heißt es, dass wir richtig agiert haben, aber nicht die nötige Glück hatten. Wenn wir so weitermachen, stellen sich die Ergebnisse von alleine ein. Laie von Bakayoko verschieben. 13, ach, wir haben das Geld nicht. Wir haben das Geld nicht für Bakayoko, weil die 13 Millionen direkt haben wollen. Warte, nein. Von der nächsten Saison. Wir haben nicht die Mittel. Hätten wir die Mittel, ja, wenn Friedrich weg ist, vielleicht. Ja, bis zum Transferende. Dann haben wir die Hoffnung. Und wir sehen uns gleich bei Bayern. Egal was passiert, wir sehen uns gleich bei Bayern. Ich ziehe alles. Ich mache eine kleine Änderung. Ich werde das Bayern-Spiel jetzt doch zeigen. Itakura habe ich fit gespritzt. Ja, drin Will und Kramer sind halt nicht ganz fit. Aber ja, ich lasse auch, glaube ich, Kone jetzt von Anfang an spielen. Itakura bleibt drin. Wir haben Botelli wieder drin, weil er wieder sensationell trainiert hat. Das ist natürlich eben bitter für den jungen Jordan, weil er ja gekommen ist, um uns aufzuwechseln. Wir haben, ja, Bakayoko gekriegt. Der Transfer ist durch. Das habe ich jetzt mich drum gekümmert. Friedrich ist jetzt, glaube ich, noch gewechselt nach Rennes für 5 Millionen und deswegen konnten wir die bezahlen, diese Transfers. Und ja, natürlich ein paar sind nicht weggegangen, das ist alles bitter und so, aber ich denke schon, dass wir das hier hinkriegen. Wir werden defensiv spielen gegen die Bayern-Spieler, gegen die Bayern-Mannschaft, werden dann halt beide Spiele zeigen. Und weil ich bin jetzt schon bei einem Rohschnitt von 1 Stunde und 10 Minuten und das ist halt ein bisschen viel. Und nächstes Mal werde ich das dann so machen, dass wenn ich nichts mache, werde ich die Aufnahme einfach pausieren und dann sehe ich genau, wie viel ich bin. Deswegen kann sein, dass diese Folge hier 20 Minuten geht, kann aber auch sein, dass sie 40 Minuten geht. Und dann ab nächster Folge machen wir dann mindestens 3 Spiele pro Folge und eins davon wird simuliert. So, der Druck leistet auf den. Wir haben absolut nichts zu verlieren. Geht raus und sorgt für eine Überraschung. Verteidigung, ich habe Vertrauen in euch. Geht raus, zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Und dann Duren Will und Bakayoko. Habt Spaß, feiert euer Debüt. So, Florian, es ist der Tag des Derbys. Wir sehr freuen sich auf ihren Rivalen. Man kann die Atmosphäre spüren, die durch diesen Wettbewerb entsteht. Wir sind zuversichtlich, dass wir liefern können, unseren Fans etwas bieten können, womit sie angeben können. Ich glaube eigentlich nicht, aber ja. Wie geht es der Mannschaft im Moment? Wie ist der Eindruck von der Stimmung? Dazu werde ich mich... Es gab schon bessere Zeiten. Wir haben eine super Truppe mit breiter Brust, die vor Selbstvertrauen strotzt. Ja, die Bayern mit Harry Kane jetzt. Wird kein einfaches Spiel, aber ich kann eigentlich mal noch hier auf defensive... Digga geht, ne? Hier zum Beispiel Harry Kane. Was ist das? Pressing-Auflösung. Enge Manndeckung, immer. Tackling ein bisschen härter. Genauso wie bei den beiden. Und aber auch, ne, bei dir gehe ich nicht auf enge Manndeckung. Die sollen nur härter ans Tackling gehen. Und das müsste dann
passen. So. Dann hoffen wir einfach mal, dass es läuft. Hurricane muss gedeckt werden. Bloß von wem wird er gedeckt? Das ist die Frage. Aktuell in den ersten 5 Minuten keinen einzigen Ballbesitz. Aber wir haben schon einmal gefoult, beste Leben. Gelbe Karte haben wir auch schon gekriegt. Wer hat die gelbe? Itakura direkt. Ja, beste Leben, bestimmt Kane gefoult. Ja, wir haben die erste Möglichkeit. Bakayoko mit dem Schuss gegen die Mauer und holt den Einwurf raus. Aber daraus wird nichts. Aber das war schon mal eine Chance. Dann haben wir wieder die Chance über Bakayoko. Also der ist präsent gerade. Diesmal bringt er dann aufs Tor Perez mit dem gehaltenen Freischuss. Der darauffolgende Ecke wird von Neuhaus ausgeführt. Bringt er sie jetzt gut? Wöber, nein. Es gibt erneute Ecke. Also 20 Minuten gespielt und wir sind wirklich gut dabei, ne? Muss ich sagen. Jetzt Netz von rechts. Perez hält sie locker. Also es sieht gut aus. Das Spiel liegt uns. Leimer. Goretzka, jetzt Leimer. Die Bauern versuchen hier hinten alles aufzubauen. De Ligt, Meunier, Bayern mit dem Fehler. Aber jetzt erstmal Kimmich mit Kane. Goretzka. Und Omlin hält sicher. Wichtig hier jetzt gerade. Natürlich sind die Bayern stärker. Wir wollen aber dennoch hier alles geben. De Ligt. Stehen auch ziemlich hoch von der Verteidigung, ne, wenn man das so sieht. Stehen ja direkt von der Mittellinie. Leimer. Kimmich. Kane setzt sich da durch und macht natürlich das 1:0. Ja, bitter. Aber damit, das ist zu erwarten. So ein Spiel ist zu erwarten. Die müssen halt ja nur ein bisschen durchkommen. Kone auch nochmal die gelbe Karte. Aber ja. Jetzt Davis. De Ligt. Wir können mal auf ein bisschen vorsichtiger gehen. Dass wir mehr auf die Konter gehen über die Flügel. Weil ich glaube nicht, dass Leimer so schnell ist, dass man darüber gehen kann. Jetzt erstmal Botelli, Bakayoko mit dem guten Ball. Neuhaus, Durinville. Erste Chance im 16er, die man sieht. Und er holt die Ecke raus. Er holt die Ecke raus. Was machen wir aus dieser Ecke? Jetzt. Neuhaus müsste das sein von der linken Seite. Ja, die Ecke kommt gut. Wird abgefangen. Botelli, unser Superstürmer, mit der Flanke, aber nichts. Nichts daraus. Und es ist nur das 1:0. Es sieht eigentlich ziemlich ausgeglichen aktuell aus, ne? Wir gehen mit 2 Minuten noch. Wir kriegen nochmal den Einwurf. Letzte Aktion vielleicht. Bakayoko, Scully. Und kein Problem für Perez. Kein Problem. Der spielt das schön auf Zeit, hält den lange und dann haut er ihn weit raus, wo wir ihn dann abfangen und nochmal die Möglichkeit kriegen. Weigel, Botelli verliert den Ball da, aber jetzt kommen die Gäste. Kane wird da attackiert. Nein, Kone darf nicht zu hart reingehen. Das ist das Ding. Goretzka. Und da Müller, keine Chance. 2:0. Aber es wird kontrolliert. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück. Das Tor wird aber gegeben. Ja, der war auch nicht. Das hätte man vorher gesehen. So, wir gehen mit einem 2:0 Rückstand in die Halbzeit. So, wir müssen uns... Bringt die Pille wenigstens vor den Kasten. Let's go. Zweite Halbzeit. Kone. Itakura. Jetzt Davis mit dem Freistoß. De Ligt. Sané hat Platz. Wird nicht richtig attackiert. Kane bringt aber den Ball direkt auf Omlin. Jetzt Omlin aus der eigenen Hälfte. Ob das was wird? Weil ich habe noch nie gesehen, dass wir einen aus der eigenen Hälfte aufgebaut haben. Nein, es wird direkt die Gegenbewegung. Kone verliert den Ball an Müller. Müller ist durch. Müller schießt. Omlin fängt den Ball ab. Ja, das war zu erwarten. Neuhaus fängt den, Itakura fängt den ab über Kone, der über Weigel. Weigel, Bakayoko mit den Schuss und holt die Ecke raus. Dann brauche ich hier jetzt doch noch nicht ändern. Jetzt Netz. Guter Ball, aber Perez kommt bedauerlicherweise raus.
60. Minute. Wir können mal tauschen. Kone ist fokussiert, verdient seine gelbe Karte. Janschke kommt rein für Itakura. So, dann spielt ganz okay. Ist aber fokussiert. Und das ist das Gute. Neuhaus. Kone wird nach vorne gezogen und Kramer kommt rein. Bakayoko ist da, ne? Bakayoko ist da, aber ich bringe Player für Botelli. Spielt zwar ganz okay, aber Player ist halt nochmal eine Nummer besser auf der Position. Bakayoko jetzt. Wieder Freistoß. Wird abgefangen. Dürren Will mit dem Schuss. Wöber ist aber noch da. Sieht das. Bringt den zu Dürren Will. Ah, der wird gegrätscht. Es gibt Elfmeter. Er pfeift Elfmeter. Wird das überprüft noch? Überprüfung. Gibt er den? Elfmeter gegeben. Okay, wir kommen ran. Wir können rankommen. Jetzt muss erstmal Bakayoko, denke ich, macht den, ne? Ne, Player. Und er macht den. Easy going verwandelt. Alles an Player. Zweites Saisontor. Ich meine, Botelli trainiert gut, aber Player macht die Tore, ne? Player macht die Tore. Und das vorsichtige Spiel liegt uns jetzt dann näher, aber die Gäste kommen jetzt erstmal über Musiala. Scully mit der Grätsche kriegt ihn nicht richtig. Musiala ist damit durch, bringt den Ball zu Goretzka, wird abgefangen. Kimmich kriegt den Ball, passt zurück zu Leiner. Okay, es ist nichts geworden. So, wir gehen nochmal rein. Taktischer Wechsel. Manu Kone. Robin Hack kommt dafür rein. Und Dürren Will kriegt auch eine Pause. Dafür kommt ein Gummo rein. Nee, Hannes Wolf ist für links außen gedacht. Dann machen wir das so. Einzelspielergespräche. Zeigt, aus welchem Holz ihr geschützt seid. So. Wichtiges Spiel. Kriegen wir nochmal die Möglichkeit zum Ausgleich. Kane jetzt erstmal. Mit dem sehr weiten Ball auf Musiala, der natürlich da vollkommen Freiraum hat. Er ist Leimer, Gnabry, passt zurück, Meunier. Wieder Gnabry. Kimmich, Weigel ist da, am Schuss kommt Omlin Kletz zur Ecke. Es ist spannend, wie es gerade läuft. Jetzt Kimmich. Ja, Omlin fängt ihn ab. Sehr gut. Leimer, weit in der gegnerischen Hälfte. De Ligt, Müller. Die bauen halt hintenrum auf, ne? Sie werden halt nicht richtig attackiert, weil wir vorsichtig spielen. Davis jetzt über links. Goretzka. Was passiert jetzt? Das ist ein entscheidendes Highlight. Kommt jetzt ein weiter Ball oder kriegen wir noch die Möglichkeit? Da, wir kriegen die Möglichkeit. Hannes Wolf mit dem Fehlpass. Jetzt kriegt doch ein Thomas Müller den Ball. Netz hat ihn abgefangen. Jetzt Janschke. Zurück zu Omlin. Muss ja was passieren. Player fängt den Ball ab, ist durch, schießt, aber Prez hält. Perez, nicht Prez. Perez hält. Hack jetzt mit der Ecke. Ja, sie kommt auf Wöber. Nein, kommt sie nicht. Scully jetzt mit der Möglichkeit Weigel. Mit dem Ball zu Kramer, der zu Hack. 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 Läuft, Netz, Gnabry mit der Ecke, Netz bleibt im Ball, bringt ihn wieder zu Hack, der zu Janschke, der zu Kramer. Das ist ja eher so ein, wie baut ihr das Spiel auf? Omlin jetzt, Wöber, baut das Spiel auf. Hack, Kramer, Weigel, mein Kapitän, Wöber jetzt wieder, jetzt Player, Hack und Wolf. Wolf jetzt mit der Möglichkeit und den Schuss drüber. Mit dem Schuss drüber, bitte. Das wäre jetzt die Chance gewesen. Komm, wir müssen jetzt alles auch sehr offensiv gehen. Es gibt kein Wenn und Aber. Die letzten Minuten. Wir brauchen es unentschieden. Bakayoko zu Hack. Hack mit dem Schuss, aber kein Problem für Perez, der den Ball sicher runterpflückt und jetzt erstmal hält. Können wir denen noch das Bein stellen? Den Münchnern. Komm schon. Wir spielen ein sehr, sehr gutes Spiel, aber ist halt bitter. Gegen Augsburg hätten wir gewinnen müssen. Gegen Leverkusen hatten wir das Quäntchen Glück und da ist das Ding durch. In der Phase, wo wir immer wieder Chancen haben, macht der Keksekoman das 3 zu 1. Und das Ding ist durch.
Ja, da wird er noch einmal eingeworfen, müsste abpfeifen. Wir verlieren 3-1 gegen die Bayern. Ja, das heißt, in dem nächsten Spiel gegen Darmstadt müssen wir alles geben. Bin stolz auf euren Einsatz, auch wenn es heute nicht hat sein sollen. Die haben wirklich gut gearbeitet da auf dem Platz. Was denken Sie darüber, dass die Fans verärgert sind, weil Joe Scully trotz seiner schlechten Leistung nicht vom Platz genommen wurde? Wäre ich der Meinung gewesen, dass es notwendig war, ihn zu ersetzen, hätte ich es getan. Natürlich kassieren sie nicht gerne Gegentore, aber sie müssen zugeben, dass Kingsley Coman's Treffer mit einem geschickt ausgeführten Abschluss aus kurzer Distanz sensationell war. Jeder weiß, ein Tor dieser Klasse zu schätzen, ja. Und wie gesagt, hier würde ich die heutige Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns Freitag wieder. Ja, jetzt kommen ja Montag und Freitag die Folgen hiervon. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, lasst ein Abo da und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass